Hallo, ich bin Daniel Köhn vom Institut für Geowissenschaften der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Willkommen zu meiner Vorlesung Differentialgleichung im System Erde. Wie der Titel bereits unschwer vermuten lässt, wollen wir verschiedene komplexe Probleme im festen, flüssigen und gasförmigen Teil der Erde mithilfe von Differentialgleichungen beschreiben. Das können also einmal Konvektionsströmungen im Erdmantel sein, die sich also über Jahrmillionen hinziehen und einen gewissen Einfluss auf die oberflächennahe Plattentektonik haben. Das können aber auch Strömungen in den Ozeanen sein oder in der Erdatmosphäre, die also einen Einfluss auf das Wetter und das Klima haben. Wir wollen aber auch die Ausbreitung von Wellen beschreiben. Das sind also zum einen seismische Wellen in der festen Erde oder auch Tsunamis in dem flüssigen Teil der Erde, also sprich in den Ozeanen. Nun beginnen möchte ich mit einem kurzen Überblick über die Vorlesung. Und was sich im Prinzip jeder Student am Anfang einer Vorlesung fragen sollte, was interessiert mich diese Vorlesung überhaupt? Ja, also in diesem Fall, was interessieren mich eigentlich Differentialgleichungen im System Erde? Wozu benötige ich das? Und jeder gute Dozent sollte auf diese Frage also irgendeine Antwort haben. Also warum sollen wir uns überhaupt für Differentialgleichungen im System Erde interessieren? Nun, zum einen können die Studenten ihre Familienmitglieder oder entferntere Verwandten mithilfe von komplexen Differentialgleichungen beeindrucken. Das ist also insbesondere an den Feiertagen sehr beliebt. Also jetzt zum Beispiel Weihnachten oder Chanukka. Da fragt die Verwandtschaft dann gerne, was hast du denn eigentlich jetzt im Studium so Tolles gelernt? Und wenn man die Verwandtschaft also beeindrucken will, dann schreibt man also irgendwelche komplexen Differentialgleichungen irgendwie auf die Serviette. Also zum Beispiel solche kryptischen Gleichungen hier mit irgendwelchen komischen Symbolen, die kein Mensch versteht. Und dann kann man halt noch sehr schön erklären, neben der rein mathematischen Komplexität, dass man mit diesen Differentialgleichungen zum Beispiel die Konvektion von einer Kerze auf dem Weihnachtsbaum oder in der Menorah beschreiben kann, oder Konvektion in der Nähe des knisternden Kaminfeuers bis hin zur Konvektion im äußeren Erdkern. Und da müsste man noch so ein paar Terme dazufügen, um also auch so elektromagnetische Effekte zu beschreiben, aber okay. Oder Konvektion im Erdmantel, Konvektion in den Ozeanen oder Konvektion in der Erdatmosphäre. So, und sobald man dann dieses Problem irgendwie mathematisch korrekt beschrieben hat, hat das den großen Vorteil, dass man in Zukunft keine weiteren Fragen mehr zum Thema Studium beantworten muss und vielleicht bekommt man sogar noch eine etwas größere finanzielle Unterstützung von der Verwandtschaft, weil man hat ja jetzt unter Beweis gestellt, dass man also ziemlich genial ist. Also mit diesen simplen Gleichungen können wir also ein ziemlich kompliziertes Problem tatsächlich korrekt beschreiben. Dann gibt es natürlich noch irgendwelche Postdocs, die also irgendwelche Vorlesungen zum Thema Differentialgleichungen im System Erde halten müssen. Und die quälen dann halt ihre Studenten mit relativ komplizierten Gleichungen. Das sieht man also hier nochmal so ein Foto aus einer Zeit, als es noch analoge Vorlesungen gab. Diese komplizierten Gleichungen, die man hier so auf der Tafel sieht, das sind also partielle Differentialgleichungen, die miteinander gekoppelt sind. Und die beschreiben übrigens die Ausbreitung von seismischen Wellen in einer kugelförmigen Erde. Das heißt, das ist also so ein anderer Grund, warum sich die Studenten nach Möglichkeit um Differentialgleichungen kümmern sollten. Dann gibt es natürlich noch die Mathematiker und die Mathematiker, die mögen halt ganz gerne die Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen von Differentialgleichungen beweisen, Also irgendwelche Theoreme oder Lemmata aufstellen, Zum Beispiel hier dieses Theorem von Picard-Lindelöf, Das heißt, man nehme einfach mal irgendein Anfangswertproblem an, was also hier diese Form hat, Ableitung von y nach t. Sei einfach eine Funktion f von t und y von t und hat halt hier so eine Anfangsbedingung y von t 0 gleich y 0. Dann nehme man noch an, dass f einheitlich Lipschitz kontinuierlich ist in y.
Nicht? Das heißt, die Lipschitz-Konstante ist also irgendwie unabhängig von der Zeit. Und dann soll es halt noch kontinuierlich in t sein. Und für irgendeinen Wert Epsilon größer 0 existiert dann halt irgendeine eindeutige Lösung Ypsilon von t für dieses Anfangswertproblem auf dem Intervall t0 minus Epsilon und t0 plus Epsilon. Ja, also das sind so die Fragestellungen, mit denen sich dann die Mathematiker auseinandersetzen. Und gleich mal zur Info, es wird keine Hardcore-Analysis in dieser Vorlesung geben. Das heißt, wer sich detaillierter für eine Diskussion verschiedener Theoreme und Beweise interessiert, den verweise ich also auf die Vorlesung Mathematik für die Physik der Erde 3. Da geht es also unter anderem auch darum, wie man Differentialgleichungen löst. Ja, und wenn man dann irgendwann mal das Interesse an den Geowissenschaften verloren hat, kann man sich also auch mal mit der Programmierung von Computerspielen beschäftigen. Da spielt also die Physik teilweise eine ziemlich große Rolle. Hier zum Beispiel geht es um Wasserphysik, wobei man dann häufig eine sehr grobe Näherung irgendwie verwenden muss, damit das Ganze auch irgendwie in Echtzeit realisiert werden kann. Das heißt, häufig wird da sehr stark geschummelt, um am Ende so etwas rauszubekommen, was irgendwie aussieht wie Wellen, aber die Physik eigentlich nicht so 100% korrekt beschreibt. Nicht? Aber wenn man programmieren kann und das physikalische Problem so halbwegs verstanden hat, ist das natürlich ein ziemlich großer Vorteil. Das waren jetzt also so mehr oder weniger ernst gemeinte Gründe, warum man sich mit Differentialgleichungen beschäftigen sollte. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Grund. Physiker können mit Hilfe von Differentialgleichungen nämlich die Zukunft vorhersagen. Zumindest zu einem gewissen Grad. Das heißt, das ist eine Eigenschaft, die mag man Physikern gar nicht zutrauen. Das ist mehr so etwas für Wahrsager. Aber wir werden in der Vorlesung sehen, dass das tatsächlich zutrifft. Ja? Das heißt, eigentlich ein ziemlicher Knaller, wenn man mal drüber nachdenkt. Also man kennt natürlich jetzt aus der Experimentalphysik so ganz simple Vorhersagen. Nicht? Zum Beispiel, wenn man die Länge eines Pendels kennt und die Gravitationskonstante, kann man irgendwie die Periode, die Schwingungsperiode eines Pendels vorhersagen. Aber das sind natürlich relativ billige Problemchen. Was man aber auch machen kann, ist, man kann sehr komplizierte Systeme mithilfe von Differentialgleichungen vorhersagen. Nicht? Also speziell, wie sich jetzt die Probleme zeitlich entwickeln, also zum Beispiel irgendwelche Strömungsprobleme oder auch wie sich seismische Wellen in der festen Erde ausbreiten. Nun, und wie bringen Physiker dieses Kunststück zustande? Ganz einfach, die definieren das Problem zunächst mal in Form von Massen, Impuls und Energieerhaltung. Und das hat den Vorteil, dass das extrem allgemein ist. Ich kann also diese Haltungssätze für irgendwie kontinuierliche Medien ziemlich allgemein formulieren. Und diese Allgemeinheit ist genau der Schlüssel. Das heißt, das führt dann dazu, dass ich im Prinzip nachher auch sehr allgemeine Probleme damit lösen kann. So, das Problem ist jetzt, wenn man das so allgemein formuliert, gilt das im Prinzip für jedes Medium. Nicht? Das heißt, ich kann zum Beispiel die Massenerhaltung so allgemein formulieren, dass sie sowohl für ein festes Medium, flüssiges Medium oder ein gasförmiges Medium gilt. Das heißt, was ich jetzt noch zusätzlich brauche zu diesen Erhaltungssätzen, sind sogenannte Konstitutivbeziehungen oder Materialbeziehungen, um das mal verständlich auszudrücken. Und diese Beziehungen beschreiben quasi, wie reagiert mein Medium auf eine vorgegebene Kraft zum Beispiel. Ja, das ist dann also ganz wichtig, wenn man hier sich mit der Impulserhaltung beschäftigt, nicht? Also wie deformiert sich mein Medium, wenn ich eine äußere Kraft drauf wirken lasse? Und das ist klar, das macht einen Unterschied, ob ich jetzt auf einen festen Tisch schlage oder dieselbe Kraft zum Beispiel auf ein flüssiges Medium wirken lasse oder auf ein gasförmiges Medium. Das heißt, die Reaktion wird immer eine etwas andere sein und genau diese Reaktion beschreiben diese Konstitutivbeziehungen.
Ja, und das Resultat, wenn man also die Erhaltungssätze und die Konstitutivbeziehungen sich definiert hat, sind dann häufig sehr komplizierte Systeme von partiellen Differentialgleichungen. Das heißt, die kann man dann selbst mit Hilfe von den größten Supercomputern, die es so auf der Welt gibt, nicht wirklich lösen. Das heißt, was man dann häufig versucht, ist, man versucht das Problem noch irgendwie sinnvoll zu vereinfachen. Und sobald es dann sinnvoll vereinfacht wurde, wie das geht, das werden wir dann später in der Vorlesung sehen, können wir diese Differentialgleichung tatsächlich auch lösen. So, das will ich mal an einem Beispiel erläutern, mit dem ich mich intensiv selber beschäftige. Ich komme aus der Geophysik und versuche also die Ausbreitung von seismischen Wellen zu modellieren. Und das geht mit Hilfe von diesen komplizierten Differentialgleichungen hier, nicht? Man sieht also, man hat hier so gekoppelte partielle Differentialgleichungen. Und im Prinzip sind die relativ einfach zu verstehen. Also diese Gleichungen hier oben beschreiben halt ganz einfach die Impulserhaltung in einem System. Das heißt, ich kann den Impuls einfach dadurch ändern, indem ich Kräfte auf das System wirken lasse. Das ist so im Prinzip die Aussage von diesen Gleichungen hier. Dann hatte ich ja schon gesagt, diese Gleichungen gelten also unabhängig davon, ob das nun ein festes, flüssiges oder gasförmiges Medium ist. Wir wollen die Ausbreitung jetzt natürlich in der festen Erde beschreiben. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Konstitutivbeziehung für die feste Erde. Und das ist diese sogenannte Spannungsdehnungsbeziehung hier. Das heißt, es gibt eine lineare Beziehung zwischen der Kraft, die auf mein Medium wirkt, und die daraus resultierende Deformation. Das kennt ihr vielleicht schon aus der Experimentalphysik-Vorlesung, nicht? Es gab also so eine lineare Beziehung zwischen Kraft und Deformation. Das ist das sogenannte Hooke'sche Gesetz, nicht? Also wenn man irgendwie so Federn und deren Auslenkung betrachtet, dann gilt da dieses Hooke'sche Gesetz. Und das hier ist halt nur die verallgemeinerte Form davon. Ja, die gilt also jetzt für ein allgemeines kontinuierliches Medium. Wie das Ganze dann genau funktioniert, werden wir dann später noch sehen. Aber das ist so im Prinzip die Grundidee dahinter. Wir stellen also erstmal die Impulserhaltungsgleichung auf und dann brauchen wir halt noch so eine Materialbeziehung, welche mir jetzt genau beschreibt, wie sich Wellen in der festen Erde tatsächlich ausbreiten. So, dann müssen wir das Problem natürlich irgendwie lösen. Da gibt es so verschiedene Ansätze. Ansatz Nummer 1 ist die Pen-and-Paper-Methode, nicht? Also Stift und Papier. Das heißt, ich versuche erstmal irgendwelche komischen Lösungen zu raten für diese Differentialgleichung. Das kann unter Umständen ein sehr langwieriger Prozess sein, weil es ist nicht so ganz einfach, wirklich komplizierte Probleme zu lösen. Ja? Das heißt, die bessere Option für die Studenten ist meistens, man gehe halt irgendwie zur nächsten Bibliothek, nicht? Die sollte einem irgendwie bekannt vorkommen. Ich weiß nicht, ob den Studenten von heute noch klar ist, was eine Bibliothek ist oder ob sie die Bibliothek nur noch online nutzen. Nicht? Also überlasse ich dann euch. Ihr geht dann entweder zur Bibliothek oder nutzt irgendwie den Internetzugang. Und dann recherchiert man halt, gibt es für mein vorgegebenes Problem tatsächlich irgendeine Lösung? Die schon veröffentlicht ist. Nicht? Da haben sich meistens irgendwie Generationen von Mathematikern bereits damit beschäftigt. Okay, ob man jetzt im Taschenbuch der Mathematik für relativ komplizierte Probleme analytische Lösungen findet, ist einmal dahingestellt. Aber man wird vermutlich in irgendeinem Buch irgendeine Lösung finden. Und ja, das ist natürlich ein sehr viel einfacherer Ansatz, als wenn man jetzt selber versucht, das Problem von Grund auf neu zu lösen. Dritte Möglichkeit ist etwas moderner. Man frage Professor Internet. Nicht? Also entweder Google, was man tunlichst eigentlich nicht machen sollte. Besser ist Ecosia. Da kann man nebenbei auch gleich noch so diverse Bäume pflanzen. Nicht? Oder man nutzt dann Wolfram Alpha. Auch sehr nett, also um verschiedene, zumindest simplere Probleme wirklich lösen zu können. Nicht? Das ist also im Prinzip so die einfachste Art, tatsächlich das Problem zu lösen. Man muss dann also nicht stundenlang irgendwelche dicken Wälzer durchforsten nach irgendwelchen analytischen Lösungen.
So, hier ist mal so ein Beispiel für eine analytische Lösung. Man hat also hier einmal so ein zweidimensionales Untergrundmodell. Also Z soll jetzt hier einfach mal die Tiefe sein und das Ganze ist dann aufgetragen hier über der X-Richtung. Das heißt, das soll einfach so ein Teil des Untergrundes sein. Und darin breitet sich jetzt hier halt so eine akustische Welle aus. Das Problem ist, die analytischen Lösungen sind halt auf solche simplen Problemchen beschränkt, die uns aber eigentlich nicht wirklich interessieren. Nicht? Also es ist relativ selten, dass wir also in der Erde tatsächlich ein wirklich 100% homogenes Medium haben. Und wenn, dann ist es ziemlich langweilig. Ja? Was uns also eher interessiert, sind Probleme wie diese hier. Nicht? Das ist das sogenannte Marmoussi-2-Modell. Das heißt, wir haben hier wieder Tiefe aufgetragen über der Distanz und man sieht, die Farben spiegeln hier einfach die Variation in der P-Wellengeschwindigkeit wieder. Man sieht also hier oben erstmal so eine Wassersäule mit einer Mächtigkeit von 400 Metern und dann ein mehr oder weniger kompliziertes Untergrundmodell. Nicht? Man sieht hier auf der linken Seite hat man so mehr oder weniger ein horizontal geschichtetes Medium. Dann hier in der Mitte gibt es so komplizierte Verwerfungen und dann hier auf der rechten Seite irgendwelche Faltenstrukturen. Eingebettet in dieses Medium findet man dann halt hier noch irgendwelche Erdöl- und Erdgaslagerstätten, die man dann also irgendwie für die Industrie vielleicht finden soll, mit Hilfe von seismischen Wellen. Ja, und das Problem ist jetzt halt, wir können nicht wirklich analytische Lösungen für so ein kompliziertes und realistisches Untergrundmodell finden. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen das Ganze numerisch lösen. Das heißt, all die schönen analytischen Lösungsmöglichkeiten, die ihr bei den Mathematikern lernt, die nützen euch jetzt hier nicht wirklich viel. Nun, für die numerische Lösung von Differentialgleichungen gibt es verschiedene Ansätze. Der so ziemlich billigste Ansatz von allen ist das sogenannte finite Differenzenverfahren. Das habe ich hier mal an einem ziemlich simplen Beispiel gezeigt. Wir haben also hier die Differentialgleichung für die Ausbreitung von akustischen Wellen. Das ist also hier einfach die zweite Ableitung des Drucks nach der x-Koordinate plus 1 durch c². C ist hier einfach die p-Wellengeschwindigkeit, multipliziert mit der zweiten Ableitung des Drucks nach der Zeit und irgendeinem Quellterm hier auf der rechten Seite. Das heißt, diese Differentialgleichung beschreibt die Ausbreitung von Wellen in einem akustischen Medium, also zum Beispiel in der Erdatmosphäre oder den Ozean. Und die kann ich jetzt einfach dadurch lösen, indem ich das Problem erstmal diskretisiere. Das ist ganz entscheidend, weil das Medium ist ja eigentlich kontinuierlich. Der Computer, auf dem ich das Problem aber lösen will, kann nur diskrete Werte verarbeiten. Das heißt, ich diskretisiere das dann zum Beispiel irgendwie auf einem kartesischen Gitter und kann das Ganze dann so in den Computer stecken. Also ich diskretisiere einmal das P-Wellengeschwindigkeitsmodell und das Druckwellenfeld. Und dann muss ich eigentlich nur die zweiten zeitlichen und räumlichen Ableitungen irgendwie approximieren. Und dann gibt es halt diesen ganz simplen Ansatz, dass man finite Differenzen verwendet. Ja, das heißt, man geht also weg von der eigentlichen Definition des Differentialoperators hin zu sogenannten Differenzenoperatoren, die man hier unten sieht. Die kann man dann halt auch im Computer tatsächlich in dieser diskreten Form verwenden. Und wir werden dann später auch sehen, ziemlich einfach eigentlich lösen. So, um es jetzt zu lösen, müssen wir das Ganze nur noch in einem Computercode irgendwie implementieren. Da gibt es also große Bandbreite an verschiedenen Programmiersprachen, von Fortran über C bis hin zu Python. Und da ihr jetzt bei Martin Klaus vermutlich sehr intensiv Python gelernt habt, werden wir das auch in der Vorlesung verwenden. Das heißt, wir werden unsere Differentialgleichung mit Hilfe von solchen finite Differenzencodes in Python lösen. Und was man jetzt also hier als Code sieht, diesen paar Codezeilen, das ist einfach die Lösung von dieser 1D-akustischen Wellengleichung, die man hier auf dieser Folie gesehen hat. Also wenn man versteht, wie es geht, ist es eigentlich ziemlich einfach zu implementieren, wie bei so ziemlich jedem Problem.
Ja, sobald man dann seinen Code geschrieben hat, überlässt man den Rest eigentlich dem Computer. Da kann man also entweder Laptops verwenden, die haben also typischerweise so irgendwie 4 Cores. Das sind schon etwas älterer Laptop hier mit dem Intel Core i7 6400K Prozessor. Gibt mittlerweile schon etwas schnellere Laptops. Und typischerweise haben die dann irgendwie so 16 GB Speicher. Damit kann man dann kleine bis mittelgroße Probleme in relativ endlicher Zeit tatsächlich auch lösen. Das heißt, das sind dann so auch die Problemchen, mit denen wir uns hier in der Vorlesung beschäftigen werden. Wenn man dann größere Probleme lösen will, kann man das theoretisch auch noch auf dem Laptop machen, solange der Speicher das zulässt. Das Problem wäre halt nur, das Ganze dauert dann ziemlich lange. Nicht, das kann dann also im Prinzip mehrere Jahre dauern. Ja, und so lange kann man natürlich nicht warten. Das heißt, was man dann typischerweise macht, ist, man optimiert den Code für einen Supercomputer und lässt ihn dann da laufen und dann reduziert sich die Rechenzeit irgendwie von einem Jahr auf wenige Stunden, je nachdem, wie groß dieser Supercomputer ist. Und hier sieht man mal als Beispiel das NEC-Cluster der CAU Kiel. Nicht, sieht sehr beeindruckend aus, könnte man sich, wenn jetzt nicht Corona wäre, auch mal live ansehen. Nicht typische Physiker-Exkursion, wir gehen mal ins Rechenzentrum und schauen uns den Supercomputer an. Und der hat jetzt im Gegensatz zum Laptop mit seinen 4 Cores insgesamt 6192 Cores, wovon man so ungefähr die Hälfte verwenden kann für seine Modellierung und dann halt auch nicht irgendwie so im Gigabyte-Bereich Speicher, sondern irgendwie so 38 Terabyte insgesamt. Das heißt, da kann man jetzt relativ große Probleme rechnen. Und das habe ich jetzt also hier mal gemacht für dieses komplizierte Untergrundmodell, dieses MAMUSI-2-Modell. Und das diskretisieren wir jetzt halt einfach mal mit 500 Gitterpunkten hier in X-Richtung und 174 Gitterpunkten in Y-Richtung. Und wenn man mal genau hinschaut, dann sieht man auch, man kann diese Diskretisierung tatsächlich auch erkennen. Man erkennt hier so komische Diskretisierungsstufen in dem Modell. Nicht? Das heißt, es wurde also einfach jetzt an diskreten Punkten nur noch definiert und nicht irgendwie in kontinuierlicher Form. Und selbst wenn man das macht, ist das Modell ziemlich groß. Das heißt, man hat sehr viele Untergrundpunkte. Also insgesamt sind das dann 87.000 Gitterpunkte. Und wenn man jetzt also wenn man jetzt also die Ausbreitung von seismischen Wellen im Untergrund beschreiben will, hat man auch noch drei Parameterklassen. Das heißt VP, VS und die Dichte, also P- und S-Wellengeschwindigkeit und das Dichtemodell. Und das gibt dann insgesamt 261.000 Modellierungsparameter. Das klingt jetzt nach sehr viel, ist aber im Prinzip auch auf dem Laptop innerhalb von, sagen wir mal, einer Viertelstunde oder so lösbar. Ja, ist also jetzt nicht ein wirklich riesiges Problem, aber auf dem Supercomputer läuft das Ganze dann natürlich innerhalb von wenigen Sekunden durch. Und hier habe ich als Beispiel mal die Ausbreitung einer seismischen Welle in diesem komplizierten Untergrundmodell dargestellt. Dazu gibt es dann hier auch so einen netten Wellenfeldfilm. So, ich lasse den einfach mal laufen. Man sieht also, wie die Druckwelle hier im Prinzip in einer Wassersäule angeregt wird. Und dann läuft die seismische Welle halt hier durch das Medium. Man sieht, die läuft also erstmal hier durch die Wassersäule, wird dann hier am Meeresboden reflektiert und hier im Untergrund entsteht dann ein ziemlich kompliziertes Wellenfeld, über das man im Prinzip eine komplette Vorlesung auch halten könnte, was man da so alles sieht. Also man sieht hier reflektierte Wellen an den verschiedenen Schichtgrenzen, man sieht also diffraktierte Wellen, also gestreute Wellen, nicht? Man sieht also, hier wimmelt das im Prinzip so im gesamten Hintergrundmedium herum. Das ist also einfach gestreute Wellenenergie. Dann haben wir so refraktierte Wellen, wir haben geführte Wellen. Das heißt, es gibt im Prinzip das ganze Arsenal an seismischen Wellen, die man so kennen sollte, die kann man im Prinzip in diesem Film hier sehen. Nicht? Das heißt, das kann man also so im Detail an der ganzen Vorlesung nochmal diskutieren.
Ja, das ist also so ein Beispiel, wie man also Differentialgleichungen für ein ziemlich kompliziertes Problem tatsächlich auch lösen kann, einfach über einen relativ simplen numerischen Ansatz. So. Dabei muss man dann so gewisse Dinge noch berücksichtigen. Nicht? Das heißt, man muss so gewisse Kriterien einhalten, zum Beispiel für die Länge des Zeitschritts. Nicht? Man diskretisiert also nicht nur die räumlichen Koordinaten, sondern auch die Zeiten. Und wenn man so ein bestimmtes Kriterium nicht einhält, dann fliegt einem die gesamte Modellierung um die Ohren. Das sieht man also hier. Hier sollte eigentlich so eine seismische Wellenausbreitung modelliert werden. Heraus kommt aber so eine komische Welle, die irgendwie ziemlich unphysikalisch aussieht. Nicht? Das heißt, da ist einfach die Amplitude explodiert und die Welle, wenn man sie so nennen will, breitet sich also einfach nur noch entlang der Hauptachsen hier aus. Nicht? Und irgendwann sind die Amplituden dann halt irgendwie unendlich groß. Das heißt, da kommen dann instabile Lösungen raus. Das Zweite, was man berücksichtigen muss, ist, man muss das Ganze räumlich auch sinnvoll diskretisieren. Weil wenn man das nicht macht, bekommt man ein sogenanntes dispersives Wellenfeld heraus, sogenannte Gitterdispersion. Und das ist halt auch relativ unrealistisch, nicht? Also ich würde erwarten, dass die Welle sich in einem homogenen Medium, in diesem Fall einfach über so eine kreisförmige Wellenfront ausbreitet. Und wenn man also dieses sogenannte Gitterdispersionskriterium hier nicht einhält, dann zerfasert die Wellenfront so komisch. Nicht? Das heißt, die Tieffrequenzen laufen ein bisschen schneller als die hohen Frequenzen und dadurch entsteht dann dieses komische Bild. Das heißt, das muss man so ganz generell im Hinterkopf behalten. Ich muss also so gewisse Kriterien bei der Modellgenerierung einhalten, damit also irgendwelche sinnvollen Lösungen am Ende rauskommen. Nicht? Man sollte also auch immer hinterfragen, ist das wirklich sinnvoll, was da herauskommt bei meinem Modellierungscode. Ja, warum macht man das Ganze jetzt eigentlich? Ist natürlich sehr nett, wenn man irgendwie die seismische Wellenausbreitung modelliert. Aber der eigentliche Grund, warum man das macht, ist, man versucht eigentlich irgendwas zu lernen über die Strukturen im Untergrund. Nicht? Wir sind uns also so sicher, dass wir mit Hilfe von der seismischen Modellierung die Zukunft vorhersagen können. Nicht? Also wenn wir so Annahmen über die Materialparameterverteilung im Untergrund machen, dass wir umgekehrt auch den Rückschluss ziehen können, wie sieht eigentlich der Untergrund aus, wenn wir also ein bestimmtes Wellenfeld an der Erdoberfläche messen. Das ist also nicht ein simples Vorwärtsproblem, sondern ein sogenanntes inverses Problem. Nicht? Das heißt, wie kann ich also jetzt mit Hilfe von der korrekten physikalischen Beschreibung der Wellenausbreitung im Untergrund tatsächlich etwas über die Untergrundstrukturen aussagen? Dann nehmen wir wieder mal das Mambusi-Modell. Was man also klassischerweise macht, ist, man verwendet also nicht das komplette aufgezeichnete Wellenfeld, sondern man nutzt eine sogenannte Laufzeittomographie. Nicht? Man sieht also, so sieht das wahre Untergrundmodell tatsächlich aus, hatte ich ja vorhin schon erklärt. Mit Hilfe von dieser Laufzeittomographie erhalten wir also so ein ziemlich diffuses, unscharfes Bild des Untergrundes. Ich kann so grob erkennen, okay, es gibt hier so höhere Geschwindigkeiten in diesem Bereich und etwas niedrigere Geschwindigkeiten hier. Ich kann auch so ansatzweise die Verwerfungszone erkennen, aber so wirkliche Details sind nicht wirklich sichtbar. Woran liegt das? Wenn wir uns mal ansehen, was für diese Laufzeittomographie tatsächlich verwendet wurde, sind das relativ wenig Informationen. Was man hier so sieht, ist einfach mal so ein Shotgather, also so eine Seismogrammsektion, Zeit aufgetragen über dem Offset. Und dann sieht man also hier das aufgezeichnete Wellenfeld von einem Schuss. Nicht? Wir haben also jetzt einfach hier irgendwelche Empfänger auf dem Meeresboden verteilt und dann einfach hier an einem Punkt geschossen. Und man sieht wieder dieses komplizierte Wellenfeld, was man also vorhin auch schon in dem Video gesehen hat. Jetzt halt nur in der Seismogrammsektion. Das heißt, ich sehe hier eine direkte Welle, ich sehe auch so refraktierte Wellen, ich sehe reflektierte Wellen, ich sehe ein gestreutes Wellenfeld.
Und für die Laufzeittomographie nutze ich jetzt im Prinzip nur die Laufzeiten von dem Ersteinsatz. Also im Prinzip, das Einzige, was ich nutze, sind diese grün-blauen Kullerchen hier, diese Laufzeitinformation. Man kann sich jetzt vorstellen, wenn ich die Laufzeiten kenne und die Laufwege ungefähr abschätzen kann, kann ich daraus ein Geschwindigkeitsmodell rekonstruieren, also in diesem Fall dann dieses P-Wellengeschwindigkeitsmodell. Das Problem ist jetzt halt, wir nutzen nur relativ wenig Informationen, die wir aufgezeichnet haben, also wie gesagt nur diese Ersteinsatzlaufzeiten. Und das führt dann dazu, dass das Untergrundmodell relativ unscharf ist. Wir haben aber noch sehr viel mehr Informationen, nicht? Wir haben ja dieses komplette Wellenfeld, das wir hier unten sehen, dieser Mischmasch aus reflektierten und gestreuten und refraktierten Wellen. Die könnten wir jetzt im Prinzip auch irgendwie nutzen, vorausgesetzt, wir können dieses Wellenfeld wirklich physikalisch korrekt vorhersagen. Nicht? Also auch diese verschiedenen Amplitudenvariationen, die wir hier sehen. Nicht? Und das können wir halt dadurch erreichen, indem wir wirklich dieses seismische Vorwärtsproblem, zum Beispiel mit Hilfe von finiten Differenzen, wirklich lösen, sodass wir exakt vorhersagen können, wie stark die Amplituden bei verschiedenen Offsets zum Beispiel sind und welche verschiedenen Reflexions- und Diffraktionseinsätze da auftreten. Wenn wir das können, dann kann man über einen sehr, sehr komplizierten inversen Prozess, über den ich also auch promoviert habe und ich also sehr viel Blut, Schweiß und Tränen investiert habe, damit das am Ende tatsächlich auch funktioniert, die Auflösung signifikant verbessern des Untergrundmodells. Nicht? Man sieht also hier nochmal die Auflösung der Laufzeittomographie. Ziemlich unscharf, man erkennt keine wirklichen Detailstrukturen. Wenn ich jetzt aber die kompletten Informationen aus meinen aufgezeichneten Seismogrammen nutze, dann verbessert sich die Auflösung ganz signifikant. Nicht? Sieht man jetzt also hier. Das ist also eine sogenannte Wellenformtomographie oder Wellenforminversion. Die benutzt also einfach sämtliche aufgezeichneten Wellenfeldinformationen im Rahmen eines inversen Prozesses. Und man sieht jetzt plötzlich, ich kann wirklich extrem viele Detailstrukturen erkennen, die vorher irgendwie nicht wirklich sichtbar waren. Ich sehe also hier die Verwerfungszonen, ich sehe die einzelnen Schichten und für die Erd- und Erdölindustrie ganz besonders interessant, also auch die verschiedenen Erdöl- und Erdgaslagerstätten. So im Randbereich hat man so ein paar Auflösungsprobleme. Nicht, das ist so also ein bisschen beschränkt hier durch die Akquisitionsgeometrie, aber insgesamt sieht man, das ist also ein ganz enormer Fortschritt von diesem Bild zu diesem Bild hier. Und der Kernbestandteil ist jetzt in diesem Fall wirklich, dass wir das Vorwärtsproblem möglichst genau lösen konnten für so ein kompliziertes Untergrundmodell. Ja? Und dass wir mit diesem Vorwärtsproblem tatsächlich die Realität auch relativ gut abbilden konnten. Also sprich, wir konnten genau vorhersagen, wenn wir dieses Untergrundmodell haben, muss am Ende so ein kompliziertes Wellenfeld wie dieses hier herauskommen. Ja? Das heißt, auch hier nochmal der ganz große Gag, Physiker können die Zukunft vorhersagen, vorausgesetzt, sie haben so ein paar Informationen über die Materialparameterverteilung im Untergrund. So, jetzt sitzen hier natürlich nicht nur Geophysiker in der Vorlesung, sondern es gibt auch noch andere komplizierte Probleme in den Geowissenschaften. Bleiben wir zunächst mal in der festen Erde. Da gibt es also hier thermische Konvektion im Erdmantel. Nicht? Das heißt, man hat hier mehr oder weniger die Erde, also genau ein Viertel von der Erde. Hier ist also der Erdkern, dann ist hier die sogenannte Kernmantelgrenze und dann hat man hier im Wesentlichen den Mantel. Oben wäre dann die Lithosphäre, die ist aber so dünn, dass man sie hier nicht wirklich erkennen kann. Also im Prinzip der ganz feste äußere Teil der Erde. Und der Erdmantel hat jetzt die Eigenschaft, dass wenn ich ihn aufheize, er sich ziemlich plastisch verhält. Das heißt, über lange Zeitskalen verhält er sich nicht wirklich fest, sondern ich habe also so Strömungen im Erdmantel. Das heißt, über kurze Skalen kann der Mantel natürlich auch brechen.
Nicht? Der ist also relativ hart. Aber über längere Zeitskalen kann ich also wirklich so Strömungen im Erdmantel haben. Und das ist jetzt also hier mal dargestellt. Ich habe also an der Oberfläche irgendwie relativ geringe Temperatur, nicht irgendwie so 20 Grad Celsius oder so. Und hier an der Kernmantelgrenze ist es dann ziemlich heiß. Nicht? Und durch diesen Temperaturkontrast, ganz genau, wie wir später sehen werden, ist es ein Dichtekontrast, kann dann also heißes Material aufsteigen in Form von diesen sogenannten Plumes und kaltes Material sinkt dann nach unten in den Mantel zurück. Und so entsteht dann also so eine Konvektionsströmung im Erdmantel. Dann habe ich hier nochmal so eine Sammlung von verschiedenen Konvektionsfilmen verlinkt auf der sogenannten Aspect-Seite. Das ist also so ein Modellierungscode, mit dem man also Mantelkonvektion tatsächlich auch modellieren kann. Sieht man, gibt es hier so verschiedene Probleme. Das Problem hier habe ich eben gezeigt. Und man sieht dann also, wie heißes Material hier nach oben aufsteigt und kaltes Material nach unten absinkt. Ja? Das ist also mehr oder weniger stabil. Und im Laufe der Vorlesung, ich sag mal so im neuen Jahr, werden wir dann einen ganz ähnlichen Code auch selber schreiben können und werden dann auch einen ganz ähnlichen Film herausbekommen. Ja? Das heißt, das ist schon mal so eine Motivation dafür, was wir also im Laufe der Vorlesung irgendwie hinbekommen wollen. Jetzt gibt es Konvektion natürlich nicht nur im Erdmantel, sondern auf einer etwas kürzeren Zeitskala auch in der Erdatmosphäre. Und das können wir dann also auch nutzen, um das Wetter bzw. auf einer längeren Skala dann auch das Klima vorherzusagen. Das funktioniert also im Prinzip ganz ähnlich wie beim Erdmantel. Das heißt, wir diskretisieren einfach die Erdatmosphäre auf so einem dreidimensionalen sphärischen Gitter hier, also sowohl in Länge als auch in Breite. Und dann versuchen wir an jedem Gitterpunkt die zugrunde liegenden Differentialgleichungen zu lösen. Die beinhalten also auch hier wieder Impulserhaltung, Energieerhaltung und Massenerhaltung. Und dann kommen aber noch so einige eklige Nebenbedingungen dazu. Nicht? Also zum Beispiel habe ich also irgendwie einen Wasserkreislauf in der Erdatmosphäre. Das heißt, ich habe offensichtlich Phasenübergänge. Nicht? Das heißt, ich habe hier irgendwie Schnee. Der taut also irgendwie im Frühjahr und dann fließt das ganze Wasser hier in den Ozean, da verdampft das wieder, bildet dann Wolken und das fällt dann hier runter, entweder als Regen oder als Schnee. Und was dann natürlich auch einen großen Einfluss auf das System haben wird, also speziell auf die Energieerhaltung, ist natürlich die Sonneneinstrahlung. Nicht? Das heißt, ich habe auch noch Sonnenstrahlung, die von außen auf das System trifft. Und dann entweder reflektiert oder absorbiert wird im System. Das muss ich natürlich bei meiner Energiebilanz dann auch berücksichtigen. Hängt dann natürlich auch davon ab, wie viel Eis habe ich. Das Eis wird also die Strahlung stärker reflektieren als jetzt irgendwelche dunklen Landoberflächen. Das heißt, all das muss ich berücksichtigen. Und als wenn das noch nicht schlimm genug wäre, gibt es dann auch noch eine Wechselwirkung zwischen der Atmosphäre und den Ozeanen. Das heißt, im Prinzip hat man, wenn man das wirklich 100% korrekt beschreiben will, natürlich auch noch so eine Kopplung zwischen den Ozeanen und der Erdatmosphäre. Das heißt, ein sehr kompliziertes Problem, aber im Prinzip gilt hier dasselbe wie bei der seismischen Wellenausbreitung oder der Konvektion im Erdmantel. Ich habe also die entsprechenden Differentialgleichungen und kann sie also irgendwie lösen. Häufig benötigt man dafür dann allerdings einen ziemlich großen Supercomputer. Ja, dasselbe kann ich machen für die Ozeane. Man sieht also hier mal so vom Los Alamos National Laboratory so einen netten Wirbelfilm bzw. einen Ausschnitt davon, wie also im Prinzip der Golfstrom sich hier so entwickelt. Man sieht also ein sehr kompliziertes Wirbelmuster, was hier entsteht. Das basiert also auch auf einer simplen Modellierung, wo dann also einfach nur Massenimpuls und Energieerhaltung plus diverse Randbedingungen eingebaut wurden, also vermutlich auch irgendwelche Phasenübergänge. Ein Problem in der hydrodynamischen Modellierung sind dann Wirbel.
Ja, was ist da das Problem? Man sieht also hier mal so verschiedene Modellierungsergebnisse, wobei das Medium, also in diesem Fall jetzt irgendwie ein Fluid, das also irgendwie geschert wird, mit verschiedener Auflösung modelliert wurde. Nicht? Also man sieht hier ganz unten wurde irgendwie mit 256 mal 256 Gitterpunkten modelliert. Hier dann mit 1024 mal 1024 Gitterpunkten und hier ganz oben mit 4096 mal 4096 Gitterpunkten. Nicht? Und man sieht dann hier die verschiedenen Spalten, das sind einfach verschiedene Zeitschritte. Und wenn ich das jetzt ganz grob modelliere, sieht man, entstehen diese großen Wirbel hier, die dann so mehr oder weniger stabil sind. Ja? Also im Prinzip immer diese Wirbel, die hier entstehen. Das Problem ist, wenn ich jetzt feiner diskretisiere, löse ich nicht nur diese groben Wirbel, diese großen Wirbel hier auf, sondern auch noch sehr viel kleinere Wirbel. Und das Problem mit Wirbeln ist, die Wirbel zerfallen irgendwie mit der Zeit und transportieren quasi Energie von den großen Wirbel in immer kleinere Wirbel. Und man sieht, wenn ich jetzt diese kleineren Wirbel in der Modellierung berücksichtige, kommt zwar immer noch so halbwegs dasselbe raus, aber nicht mehr wirklich, nicht? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach t gleich 5, was auch immer, Zeitschritten das Ganze vergleiche, sieht man, dass die großen Wirbel sich irgendwie so leicht verschoben haben, einfach weil die Energie von den großen Wirbeln in die kleinen Wirbel hier transportiert wurden. Und wenn ich es dann noch feiner auflöse, also sprich noch feinere Wirbel auflösen kann, sieht man, da passiert was komplett Irres. Ich sehe überhaupt gar keine Wirbel mehr hier am Ende. Also diese vier Wirbel sind plötzlich verschwunden und ich sehe nur noch einen großen Wirbel. Das heißt, ein Problem bei solchen Vorhersagen von turbulenten Strömungen ist halt, dass ich eigentlich sehr kleine Wirbel auch noch modellieren muss. Sprich, ich muss mein Modell extrem fein auflösen, was dann wieder den Nachteil hat, dass die Rechenzeiten im Prinzip explodieren. Das ist so ein kleines Problem. Ich hatte ja gesagt, man kann die Zukunft vorhersagen. Das Ganze ist aber dann irgendwo auch beschränkt. Nicht? Also man kann dann so Pi mal Daumen manchmal die Zukunft vorhersagen. Dann gibt es aber auch so Probleme wie dieses hier, dass ich also im Prinzip abhängig davon, was für Anfangs- und Randbedingungen ich habe und wie genau ich mein Problem tatsächlich am Ende lösen kann, tatsächlich relativ unterschiedliche Lösungen herausbekommen kann. Damit werden wir uns dann in der Vorlesung auch nochmal etwas genauer beschäftigen. Das heißt, meine allgemeine Aussage gilt immer noch. Die Physiker können die Zukunft vorhersagen, aber teilweise gibt es Bedingungen, unter denen das nicht mehr so wirklich möglich ist. Ja, dann noch ein großes Problem: Differentialgleichung und Politik. Nicht? Einige haben das vielleicht mitbekommen. Im letzten Jahr gab es also in den USA mal wieder den üblichen Ärger mit Donald Trump. Also im Prinzip gibt es den ja dauernd, aber okay. Das heißt, da kollidierte mal Wissenschaft und Donald Trump aufeinander. Und das Problem war halt, man hatte versucht, also den Pfad von einem Hurricane vorherzusagen. Nicht einfach mit wissenschaftlichen Methoden. Also man hat tatsächlich so ein Erdmodell oder Atmosphärenmodell verwendet, um also den Pfad von diesem Hurricane Dorian tatsächlich vorherzusagen. Und fängt also hier an einem bestimmten Zeitpunkt an und dann speist man im Prinzip alle Anfangs- und Randbedingungen irgendwie in seine Modellierung ein. Und dann bekommt man halt irgendeinen Pfad heraus und variiert dann vielleicht noch so ein bisschen die Modellparameter. Und man sieht, das Ganze variiert dann halt so also ein bisschen über der Zeit. Das heißt, je länger ich das Ganze dann rechne, umso ungenauer wird also diese Vorhersage. Das Problem war dann halt, dass Donald Trump versuchen wollte, seine Wähler in Alabama zu beeindrucken und behauptete dann halt, ja, der Hurricane wird wahrscheinlich so im Bereich von Alabama auch noch auftreten. Und hat dann also hier mit so einem dunklen Filzstift einfach mal den Vorhersagebereich so ein bisschen erweitert. Nicht? Man sieht, er hat irgendwie keine wirkliche Ahnung, wie man das Ganze richtig macht. Also erstens mal, man hätte das natürlich mit Photoshop machen können, was dann nicht so offensichtlich nach Fälschung aussieht. Und zum Zweiten ist die Vorhersage natürlich mit größerer Zeit immer unsicherer.
Nicht? Das heißt, dieser Kegel hier, der müsste eigentlich immer größer werden und nicht plötzlich hier wieder schrumpfen. Das ist also vollkommen unrealistisch. Und das ist also so ein Beispiel, wo Differentialgleichung und Politik aufeinandertreffen können. Also nicht nur, wenn man für Donald Trump arbeitet, sondern tatsächlich auch in sehr vielen anderen Bereichen. Es betrifft also nicht nur die Meteorologen oder Klimatologen oder Ozeanographen, sondern auch tatsächlich die Geophysiker. Ja, kann also im Prinzip jeden treffen. Wir sehen jetzt ja auch das Problem in den USA in diesem Jahr, da treffen auch Medizin und Donald Trump aufeinander. Ja, also auch das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Man sollte also irgendwie zu dem stehen, was man tatsächlich auch selber rausbekommen hat bei seinen Modellierungen. Gut, dann kommen wir mal zum eigentlichen Überblick über die Vorlesung. Das war jetzt ja im Prinzip nur so eine Motivation, warum man sich mit Differentialgleichungen beschäftigen sollte. Das habe ich ja so mal zusammengefasst mit einigen Schlagworten. Also womit wir uns zunächst beschäftigen werden, das wird so in der nächsten Woche auch relativ kurz sein, sind also Erhaltungsgleichungen und diese Konstitutivbeziehung. Das will ich also mal versuchen relativ einfach zu erläutern. Und ja, werdet dann sehen, das ist auch gar nicht so kompliziert. Und im Prinzip könnten wir die Vorlesung dann auch beenden, weil alles, was darauf folgt, also im Prinzip all der Kram, der hier noch folgt, den kann man aus diesen Gleichungen hier herleiten. Nicht? Das heißt, im Prinzip, das ist das allgemeinste oder die allgemeinste Form, mit der wir tatsächlich im Prinzip fast alle Probleme in der festen, flüssigen und gasförmigen Teil der Erde beschreiben können. Dann will ich kurz erklären, wie man diese Gleichung mithilfe von dem Finite-Differenzen-Verfahren tatsächlich lösen kann. Das Ganze erläutere ich dann nochmal an einigen etwas simpleren Differentialgleichungen, nicht sogenannten gewöhnlichen Differentialgleichungen, mit denen wir also ziemlich einfache Probleme lösen können. Und dann nehmen wir diese Gleichung hierher. Wir werden die also schreiben für das Konvektionsproblem, weil ich denke, das betrifft im Prinzip alle, sowohl die Geophysiker als auch Ozeanographen als auch die Meteorologen. Und wir werden also dafür einen Satz von partiellen Differentialgleichungen aufstellen, um also im Prinzip Konvektionsströmungen zu beschreiben. Und was wir dann als erstes machen, ist, wir zerlegen dieses ziemlich komplizierte Problem in Teilprobleme und versuchen erstmal diese Teilprobleme zu lösen. Das heißt, wir beschäftigen uns dann erstmal mit konvektiven und diffusiven Transport, erstmal in eindimensionalen Medien. Dann beschäftigen wir uns mit der 2D-Wärmeleitungsgleichung. 2D-Poisson-Gleichung, die braucht man halt auch, um das Konvektionsproblem lösen zu können. Aber auch zum Beispiel für Potentialfeldtheorie, also für die Modellierung des Schwerefeldes. Oder auch für die Lösung der Darcy-Gleichung. Das ist im Prinzip so ein Spezialfall der Navier-Stokes-Gleichung. Wenn ich also irgendwie so poröse Medien habe, wie strömt also irgendeine Flüssigkeit durch so ein poröses Medium. Und sobald wir dann diese Teilprobleme verstanden haben, setzen wir die wieder zusammen zu einem größeren Konvektions-Diffusionsproblem und das beschreibt dann die sogenannte Rayleigh-Binard-Gleichung. Gut, und sobald wir das dann abgehandelt haben, beschäftigen wir uns noch mit Strömungsgleichung. Das heißt, wir lösen dann die 2D-Navier-Stokes-Gleichung. Und zum Schluss wollen wir dann Wellen modellieren, einmal Tsunamis mithilfe der sogenannten 2D-Flachwasser-Gleichung. Und die Wellenausbreitung in der festen Erde, das sind dann also seismische Wellen. So, und was uns eigentlich interessiert, sind gar nicht mal so sehr die Differentialgleichung, sondern mehr die Lösung der Differentialgleichung. Und die habe ich hier mal so als bunte Bilder schon mal so als kleinen Spoiler zusammengestellt. Das heißt, das sind am Ende die Lösungen der Differentialgleichung, die wir also behandeln wollen. Man sieht hier ein Problem, das kennt ihr jetzt schon, das ist in diesem Konvektionsfilm auch aufgetreten, das ist hier die Rayleigh-Binard-Konvektion im Erdmantel. Über die anderen Probleme sage ich jetzt noch nicht zu viel. Aber wenn ihr am Ende im Prinzip zu jedem dieser Bilder irgendwie was Sinnvolles erzählen könnt, dann seid ihr schon mal ziemlich gut vorbereitet auf die schriftliche Prüfung.
So, jetzt kommt so die übliche Frage der Studenten. Ja, wo kann man denn die ganzen Präsentationen und Vorlesungsskripte und was weiß ich nicht alles runterladen? Da gibt es also hier einmal meine WordPress-Seite, also mehr oder weniger provisorisch zusammengestellt. Da kann man also im Prinzip alle Präsentationen herunterladen. Das ist also hier diese Homepage. Findet man also hier für jede Vorlesung im Prinzip so eine PDF-Datei, wo also die Themen der Vorlesung mal so kurz abgehandelt werden, wobei ich die natürlich dann auch in den entsprechenden YouTube-Videos zeigen werde. Aber hier kann man sich den ganzen Kram dann halt nochmal so runterladen. Dann werden wir für die Lösung der Differentialgleichung Python verwenden, einfach deshalb, weil Martin das bereits im letzten Semester in dem Programmierkurs ausführlich behandelt hat. Und um das Ganze so ein bisschen zu vereinfachen, also sowohl die Visualisierung als auch die Programmierung, habe ich das Ganze also zusammengefasst zu Jupyter Notebooks. Auch darüber hat Martin im letzten Semester wirklich ausführlich was erzählt. Und das dient dann auch gleichzeitig als Vorlesungsskripte. Ja, diese Notebooks kann man sich also hier einmal von der GitHub-Seite runterladen. Da hat Martin vermutlich auch einiges zu erzählt. Oder ihr könnt euch die auch in nicht interaktiver Form von der Vorlesungs-Homepage aus anschauen. Nicht? Da gibt es also hier immer zu jeder Vorlesung noch diesen Link Jupyter Notebooks. Und da gibt es dann hier zum Beispiel Jupyter Notebooks zu dem Finite-Differenzen-Verfahren. Die kann man sich dann anschauen. Und ja, mal durchlesen. Das ist also mehr oder weniger jetzt ein Vorlesungsskript. Aber enthalten in diesem Vorlesungsskript ist jetzt halt auch lauffähiger Python-Code. Das ist jetzt natürlich nicht interaktiv hier. Wenn man das wirklich interaktiv nutzen will, muss man das Ganze auf GitHub herunterladen. Wie das genau geht, das zeige ich dann am Freitag nochmal. Nicht? Aber im Prinzip kann man den Code hier einfach runterladen. Man muss hier auf diesen grünen Button gehen und kann dann hier einfach Download ZIP und dann die ganzen Jupyter Notebooks hier als ZIP-Datei herunterladen und dann öffnen und laufen lassen. So, wie das genau geht, das zeige ich dann wie gesagt noch. So, dann so ein paar organisatorische Geschichten. Also ihr könnt euren aufgeladenen Laptop in die Vorlesung mitbringen und könnt natürlich auch das WLAN nutzen. Das heißt, das müsst ihr dann also sicherstellen, dass ihr da entsprechenden WLAN-Passwörter habt. Das Problem ist, diese Seite galt noch im letzten Semester, als es noch keine Corona-Pandemie gab. Das heißt, jetzt braucht ihr natürlich keinen Laptop in die Vorlesung mitzubringen, weil die Vorlesung findet natürlich online statt. Das heißt, was ihr jetzt braucht, ist natürlich irgendein Rechner, mit dem ihr irgendwie Internetzugang habt. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr sowas mehr oder weniger habt, weil sonst könnt ihr dieses Video jetzt gar nicht anschauen. So, dann möchte ich noch auf die OpenOLAT-Seite hinweisen. Einfach dem Link hier folgen, beziehungsweise im Univis ist genau derselbe Link. Dann kann man hier auf Kurs starten gehen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass man hier also auch so verschiedene Funktionen vielleicht mal nutzen sollte. Also zum einen gibt es hier einen Kalender. Vorlesung beginnt also hier irgendwie am 4. November. Und ich habe also hier einmal die Vorlesungstermine eingetragen und auch so andere nützliche Dinge, die vielleicht für euch von Interesse sein könnten. Zum Beispiel, wann man mal die ersten Übungszettel abgeben sollte und wann die erste Übung über Zoom stattfindet. Ja, das wird dann hier so am 13. November der Fall sein. Das heißt, die Vorlesungen finden immer auf YouTube einfach in Form von Videos statt. Die Übung schickt ihr mir dann per E-Mail logischerweise. Also ins Postfach werfen bringt nicht viel, weil ich bin nicht wirklich am Institut. Und die Übungen finden dann, wie gesagt, als Zoom-Konferenz statt. Und darüber hinaus gibt es hier halt noch so ein paar andere nette Funktionen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir entweder hier eine E-Mail schicken, nach Möglichkeit dann auch gleich an die anderen Teilnehmer, weil vermutlich werden die anderen Teilnehmer genau dieselbe Frage haben. Dann möchte ich auch anregen, das Forum zu nutzen.
Nicht? Also wenn es Probleme bei den Übungsaufgaben gibt, könnt ihr euch da gerne austauschen und also einen Forumsbeitrag eröffnen und das Ganze dann da diskutieren. Ich werde mich dann unter Umständen noch dazu äußern. Nicht? Also man kann so mehr oder weniger einige sinnvolle Tipps zu den Übungsaufgaben aus mir herauskitzeln. Dann gibt es hier noch den Kurschat. Das heißt, man kann hier auch in dem Chat Fragen stellen. Wenn einem das zu peinlich ist, das öffentlich zu machen, kann man sich hier auch noch irgendwie anonymisieren, nicht? Also ich bin jetzt hier nicht mehr Daniel Köhn, sondern Juan Lopez. Kann dann also hier irgendwie eine Frage stellen. Ja, das würde ich also stark empfehlen, dass ihr das Ganze dann ausnutzt. Und was es auch geben wird, sind also so diese News-Abteilung hier. Da gibt es aktuell noch keine, aber ich werde im Prinzip immer eine News posten, sobald also ein neues Video zum Beispiel auf YouTube hochgeladen wurde. Gut, das dazu. Also wie gesagt, versucht mal diese OLAT-Features zu nutzen und zwar nicht nur irgendwie für die Einschreibung, sondern auch allgemein, um Fragen zu stellen und Probleme zu diskutieren. So, das habe ich hier auch nochmal hingeschrieben. Nicht? Also ihr könnt mir auch, wie gesagt, 24 Stunden an 7 Tagen die Woche eine E-Mail schreiben. Heißt natürlich nicht, dass ich die dann wirklich um 5 Uhr morgens oder so beantworte, obwohl das durchaus möglich sein könnte. So, dann natürlich ganz wichtig, wann findet keine Vorlesung und keine Übung statt? Das ist natürlich an den üblichen Feiertagen, also vom 21. Dezember bis 1. Januar. Das habe ich jetzt einfach mal aus dem Uniwiss abgepinnt. Aber ich denke mal, das wird richtig sein. Dann eine Sache zu den Übungsaufgaben. Also, was ich machen werde, ist, ich werde jeden Mittwoch einen neuen Übungszettel verteilen. Den kann man dann also auch von der Vorlesungs-Homepage herunterladen. Und dann hat man eine Woche Zeit, um diesen Übungszettel irgendwie zu lösen und das Ergebnis dann an mich zurückzuschicken. Nicht? Das habe ich dann ja auch, hat man ja eben gesehen, im Kalender markiert, wann also diese Deadline ist. Wobei ich da relativ flexibel bin, also es gibt da keine wirkliche Zeitbegrenzung, dass man das pünktlich um 8 Uhr irgendwie abgegeben haben muss. Sondern man kann das irgendwie am Mittwoch dann abgeben. Gut, ja, dann am Freitag drauf diskutieren wir also diese Übungsaufgaben. Ganz genau, wir diskutieren da gar nichts, sondern ihr diskutiert das. Das heißt, ich werde mich nur so als Moderator dann vermutlich irgendwie betätigen. Das heißt, ihr müsst mir das Ganze also per E-Mail schicken. Das ist zu großen Teilen relativ simpel, weil wir halt Jupyter-Notebooks verwenden. Das heißt, ihr könnt mir also einfach die Jupyter-Notebooks schicken. Es wird am Anfang so ein paar schriftliche Aufgaben geben. Da gibt es verschiedene Optionen, wie man mir das dann schicken kann. Also entweder scannt man das Ganze ein oder man fotografiert das mit dem Handy. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ihr solltet das nur so in halbwegs leserlicher Form irgendwie abgeben, damit ich das also irgendwie sinnvoll bewerten kann. Und wie gesagt, am Freitag darauf wird dann halt diese Übungsaufgabe diskutiert über Zoom. Das heißt, es werden dann so einige Leute freiwillig ausgewählt, das Ganze dann zu präsentieren. Gegenüber der analogen Vorlesung aus dem letzten Jahr habt ihr dann natürlich den Vorteil, dass ihr die digitalisierte Lösung einfach nur über Zoom dann teilen müsst. Das heißt, ihr müsst das Ganze nicht an die Tafel schreiben, sondern wir diskutieren dann einfach so ein bisschen die Lösung. Ja, dann kann man am Freitag auch immer Fragen zu der aktuellen Übungsaufgabe oder allgemein zu Themen der Vorlesung stellen. So, und das werden wir ungefähr bis Weihnachten veranstalten. Ja, also Übungen gibt es nur noch bis Weihnachten und im neuen Jahr gibt es dann sowohl am Mittwoch als auch am Freitag nur Vorlesungen, weil sonst kann ich den Inhalt der Vorlesung gar nicht schaffen. Ja, Vorlesung ist dafür etwas unterdimensioniert ausgestattet, was also die Vorlesungszeit betrifft. So, dann ein ganz wichtiger Hinweis. Ich rege an, das Ganze in Gruppen zu bearbeiten, die Übung.
Nicht? Also optimale Gruppengröße wäre für mich irgendwie die Teilnehmer an der Vorlesung. Da müsste ich nämlich nur einen Übungszettel abarbeiten. Das wäre didaktisch aber vermutlich eher etwas suboptimal, wenn der ganze Kurs nur einen Zettel als Gruppe abgibt. Das heißt, ich beschränke die Größe mal auf bis zu 3 Studenten. Nicht? Das heißt, ihr könnt also in Dreiergruppen das Ganze dann abgeben. Was für mich dann den Vorteil hat, dass ich so meistens immer nur 10 Lösungen irgendwie beackern muss. Ja, dann muss man ungefähr 50% der Aufgaben lösen. Das ist also so die Zugangsbedingung, um tatsächlich an der schriftlichen Klausur am Ende teilnehmen zu können. Gut, also so viel zu den organisatorischen Problemen. Dann natürlich ein anderes Thema ist, gibt es noch interessante Referenzen zu irgendwelchen Büchern, die man also in der Vorlesung verwenden kann? Und da habe ich mich darauf beschränkt, dass die ganzen Quellen irgendwie Open Access sind. Das heißt, ich habe hier einmal zwei Vorlesungsskripte angegeben. Einmal von Spiegelman, Myths and Methods in Modeling. Ist schon etwas älter, aber ein sehr nettes Vorlesungsskript. Und da werde ich mich am Anfang auch relativ nah dran orientieren. Also so die Einführung in die Kontinuumsmechanik und so die Ansätze der numerischen Modellierung. In den späteren Kapiteln driftet er so ein bisschen ab in Details der numerischen Modellierung. Das werden wir dann nicht mehr behandeln, sondern da habe ich dann so meine eigenen Vorstellungen, wie sich das dann weiterentwickeln soll. Auch ein sehr nettes Skript, was etwas aktueller ist, ist Numerical Modeling of Earth Systems. Da habe ich auch einige Übungsaufgaben draus geklaut. Das beschäftigt sich also auch im Wesentlichen mit numerischer Modellierung, behandelt aber auch so ein bisschen die Grundlagen der Kontinuumsmechanik. Ja, dann hatte ich ja schon gesagt, dass wir Jupyter Notebooks verwenden und die basieren halt zu sehr großen Teilen auf diesen Open Source Notebooks von Lorena Barba. Der werden wir noch öfter begegnen, auch in der nächsten Vorlesung, wenn ich so eine kurze Wiederholung zum Thema Jupyter Notebooks und Python Programmierung gebe. Das heißt, da gab es so zwei ganz nette Kurse in Form von Jupyter Notebooks. Einmal Practical Numerical Methods with Python und dann CFD Python 12 Steps to Navier Stokes. Das werde ich im Prinzip in stark überarbeitete Form auch für die Vorlesung verwenden. Also das sind relativ simple Probleme. Ich habe das Ganze dann noch auf etwas kompliziertere Probleme, jetzt speziell im System Erde, erweitert. Nicht? Also zum Beispiel werden da nicht einfach nur die Navier-Stokes-Gleichung gelöst, sondern tatsächlich auch das Mantelkonvektionsproblem, Ausbreitung von Tsunamis und die Ausbreitung von seismischen Wellen in der festen Erde. Gut, ja, diese Vorlesungsskripte hier habe ich einmal verlinkt. Ihr findet aber die Skripte auch noch als PDF-Dateien auf der OpenOLAT-Seite, falls die Links hier irgendwie nicht funktionieren. Das habe ich jetzt nämlich gar nicht getestet. So, dann hatte ich schon angedeutet, dass ein Großteil der Vorlesung gar nicht so sehr Mathematik sein wird, sondern wir werden uns mit der Programmierung und der anschließenden Modellierung sehr viel mehr beschäftigen. Das heißt, dazu wird es auch entsprechende Übungen geben. Und da müssen wir uns natürlich auf eine Programmiersprache einigen. Und da war die logische Konsequenz, da Martin und alle möglichen anderen Dozenten bereits Python und Jupyter Notebooks ziemlich intensiv verwenden, dass wir also auch diesen Kurs jetzt im Wesentlichen Python-Programmierung abhandeln werden. Und Python hat halt den großen Vorteil, dass das Ganze Open Source ist. Das heißt, ich muss keine Lizenzgebühren, zum Beispiel an MathWorks für MATLAB oder so, abdrücken, sondern ich kann das einfach herunterladen und dann frei nutzen. Und das hat den großen Vorteil, dass ich jetzt nicht nur die Vorlesung ziemlich offen veranstalten kann, sondern dass ich zum Beispiel auch Wissenschaft in ziemlich reproduzierbarer Form also veranstalten kann mit der Python. Und man sieht also hier mal das komplette Python-Ökosystem oder Python-Universum, das pythonozentrische Universum. Man sieht also im Mittelpunkt ist hier Python. Und dann gibt es so verschiedene Spezialbibliotheken, die also am Anfang hier in diesem Orbit, der also in Python am nächsten ist, noch ziemlich allgemein sind. Also NumPy enthält irgendwie
irgendwelche Datenstrukturen, so elementare mathematische Funktionen. Dann gibt es hier noch die Jupyter-Notebooks, denen man also im Prinzip Python-Code mit irgendwie Vorlesungsskripten und Videos und Bildern kombinieren kann. Also eine sehr nette Form, um wirklich alles zusammenzufassen. Dann gibt es hier noch so Bibliotheken für die Optimierung von Codes, um also die Laufzeiten von dem Python tatsächlich zu optimieren. Und dann gibt es hier noch speziellere Bibliothek. Nicht mit Matplotlib kann man zum Beispiel seine Daten plotten in unterschiedlichster Weise. SciPy enthält dann etwas spezialisiertere mathematische Funktionen. Und wenn ich dann noch weiter nach außen gehe, habe ich dann halt immer speziellere Pakete. Nicht zum Beispiel AstroPy ist ein spezielles Paket für die Astrophysik. SunPy ist für die Solarphysik. Und man findet im Prinzip für jedes Problem, ob das nun geophysikalisch ist oder meteorologisch oder klimatologisch oder ozeanografisch, eigentlich immer so ein spezielles Python-Paket. Das heißt, wenn man irgendein Problem hat, wird man dazu vermutlich auch das entsprechende Python-Paket dann am Ende finden. So, wie kann ich jetzt dieses ganze Python-Universum auf meinem Rechner installieren? Da könnte ich einmal alle Pakete einzeln installieren. Das ist nicht unbedingt so die optimale Vorgehensweise. Man muss dann im Prinzip darauf achten, dass die alle miteinander kompatibel sind. Was ich empfehlen kann, ist die Anaconda-Distribution. Anaconda ist diese fette Schlange, die im Prinzip alles verschlingt. Und die hat also jetzt alle Python-Pakete, die also für uns relevant sind, verschlungen. Das heißt, ihr müsst jetzt nur noch die Schlange aus dem Internet runterladen. Download-Link habe ich also hier angegeben und dann auf eurem Rechner installieren. Ganz wichtig dabei ist, dass ihr die richtige Python-Version verwendet. Das heißt, wir verwenden jetzt die Python-Version 3.7 oder eine höhere Version geht auch. Das ist jetzt also hier noch von 2019. Vermutlich gibt es schon eine etwas neuere Version. Und es ist also wichtig, dass man dann diese Version herunterlädt und nicht 2.7. Weil der Unterschied zwischen 3.7 und 2.7 ist ungefähr wie zwischen Fortran und C. Das sind also nicht irgendwie unterschiedliche Versionsnummern, sondern schon sowas wie unterschiedliche Programmiersprachen. Also ganz wichtig, dass ihr da die korrekte Anaconda-Version euch aus dem Internet besorgt. Ja, und das Ganze gibt es dann für Windows, Mac oder Linux. Das heißt, das Ganze ist auch ziemlich systemübergreifend und das kann man dann also ziemlich einfach installieren. Dann habt ihr bei Martin vermutlich auch diesen JupyterLab Server verwendet. Das ist so ein speziell dedizierter Server im Kieler Rechenzentrum, wo also im Prinzip schon alles vorinstalliert ist und man muss dann eigentlich nur noch die Notebooks irgendwie eintasten. Das hat dann den großen Vorteil, dass man eigentlich gar keinen eigenen Rechner braucht, sondern das kann man im Prinzip auch auf dem Tablet oder auf dem Handy im Extremfall machen. Das heißt, alle Rechnungen werden dann auf diesem Server durchgeführt und das andere ist einfach nur der grafische Output, den man dann also auf dem Rechner oder auf dem Tablet oder was auch immer hat. Da sind wir jetzt gerade dabei, irgendwie Usernamen und Login-Informationen zusammenzustellen. Das dauert noch ein bisschen. Dazu werde ich dann bei der ersten Übung noch ein bisschen genauer was sagen. Also wie wir dann speziell die Usernamen tatsächlich verteilen wollen. Aber im Prinzip braucht ihr diesen Zugang nicht. Ihr könnt also alles auch lokal auf eurem Rechner veranstalten. Ja, ist nur für die, die wirklich schon an diesen JupyterLab-Server gewöhnt sind und Prinzip die ganzen Hausaufgaben darauf rechnen wollen. Gut, dann habe ich hier gleich den Link zur ersten Übungsaufgabe. Da wird also im Prinzip nochmal so ein bisschen wiederholt, was ihr bei Martin zum Thema Python-Programmierung gelernt habt und Jupyter-Notebooks. Außerdem sollen eure Vektoranalysis-Kenntnisse nochmal so ein bisschen aufgefrischt werden. Gut, ich werde zu diesem Übungszettel noch ein paar Tipps geben. Das wird in einem separaten Video stattfinden, weil das Video hat schon eine dezente Überlänge hier. Das heißt, das könnt ihr euch dann auch anschauen.
Als Vorbereitung für die nächste Vorlesung empfehle ich euch mal dieses Vorlesungsskript von Mark Spiegelman runterzuladen und dann mal das erste Kapitel zum Thema Erhaltungsgleichung auszudrucken. Das heißt, man kann dann sehr schön so seine eigenen Kommentare dazu reinschreiben. Ja, und schließlich gibt es noch eine kleine Werbeeinlage. Und zwar würde Professor Thomas Meyer ganz gerne ein bisschen mehr Studenten in seinen mathematischen Grundlagen der Geophysik sehen. Nicht, da treiben sich immer nur so zwischen 3 und 10 Studenten herum. Wäre so ganz nett, wenn ihr mal in seine Vorlesung hineinschauen würdet. Gut, ja, das wäre dann im Prinzip die Einführung zu der Vorlesung Differentialgleichungen im System Erde. Da bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.